Auf dem Weg von Riga zum nächsten Punkt machten wir Halt in Salaspils. Hier wurde auf dem ehemaligen Gelände eines deutschen Konzentrationslagers eine monumentale Gedenkstätte errichtet. Genauso bedrückend wie beeindruckend. Einige hundert Kilometer weiter südlich in Kaunas steht im De Winters Fortas, Fort Nummer 9, übrigens ein Monument, das den Opfern sämtlicher Sozialisten, also den Nationalsozialisten und den Kommunisten, gedenkt. Deutlich freundlicher ging es dann weiter in Sigulda, wo wir ein Freilichtmuseum und eine wiederaufgebaute Burg besichtigten.
Das ganze Gelände war liebevoll hergerichtet und die Burg wirklich top restauriert und mit schönen Museen versehen. Natürlich ging es auch hoch in den Turm, allerdings hatte ich kein Haar zum Herunterlassen. Und auch hier die unfassbar großen Waldflächen, wo das Auge hinreicht. Ein bisschen Zimmermannskunst und dann ging es auch schon wieder nach unten. Von Sigulda ging es in Windeseile zurück zur See. In Tuja standen wir auf einem modernen Campingplatz mit einem hervorragenden Blick auf die Ostsee. Wir beschlossen den Tag mit einem wirklich hervorragenden Abendessen und haben im Anschluss den spektakulären Sonnenuntergang bestaunt.